Aufklärung ist, glaube ich, eher das A und O. Und man merkt ja jetzt auch schon, die Impfbereitschaft ist einfach um so viel gestiegen. Bereits Anfang März haben wir Alexandra bei ihrem Impftermin begleitet. Sie ist Lehrerin und wurde mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft. 12 Wochen später treffen wir sie wieder. Inzwischen hat sich einiges getan. AstraZeneca wurde sowas wie das Sorgenkind der Corona-Impfungen. Hat sie sich vor ihrem zweiten Termin Sorgen gemacht? Das hat mich im Endeffekt dann überhaupt nicht gestresst und auch nicht jetzt bei der zweiten Teilimpfung. Ja. Nach meiner Impfung ist es erst so richtig losgegangen mit diesen Fällen. Da war natürlich so sich die Frage gestellt, habe ich jetzt einfach Glück gehabt oder wie auch immer. Wobei es aber dann für mich relativ schnell klar war, dass das halt einfach Einzelfälle sind. Mit einem guten Image kann sich AstraZeneca wohl trotzdem nicht rühmen. Nachdem sich Berichte über seltene Hirnvenenthrombosen mehrten, setzten einige Länder im März die Impfungen aus. Inzwischen wird der Impfstoff häufig nur mehr für Personen über 60 empfohlen. Ein möglicher Zusammenhang wurde inzwischen bestätigt. Die Wahrscheinlichkeit für solch eine Impfkomplikation liegt jedoch bei 1 zu 100.000. Die Europäische Union lässt den Vertrag mit dem Impfstoffhersteller jedoch auslaufen. Grund dafür sind Lieferschwierigkeiten. Die EU reichte sogar eine Klage gegen AstraZeneca ein. Ein Schadensersatz in Millionenhöhe wird gefordert. Auch in Österreich setzt man daher hauptsächlich auf mRNA-Impfstoffe. Ihren Vollschutz durch die zweite Impfung hat Alexandra also inzwischen erhalten. Und damit ist sie glücklicherweise nicht die Einzige. Derzeit sind in Österreich um die 24% der Menschen vollimmunisiert. Bereits knapp 47% haben zumindest ihren Erststich erhalten. Ein Impfangebot für alle impfbereiten Personen bleibt bisher jedoch aus. Also ich hab einmal ein Gespräch mit einem Freund gehabt, der auch ein bisschen skeptisch war, aber das war ganz am Anfang vom Jahr und ich habe ihn halt dann einfach gefragt, ja, aber wie sollen wir sonst weiter tun? Und darauf halt, also die Antwort würde mich einfach interessieren, was die Lösung dann für das Ganze ist. Ich meine, bei den richtigen VerschwörungstheoretikerInnen, die halt sowieso eben sagen, Corona gibt es gar nicht, ist dann vielleicht nur mal ein bisschen schwieriger, aber prinzipiell einfach ja, die Antwort, wie so ihre Lösung ausschauen wird, ob wir jetzt nur 5 Jahre so weitermachen, Lockdown, wieder kein Lockdown, alles rauffahren, alles runterfahren. Die zweite Impfung ist mit Ausnahme von Johnson & Johnson bei allen bisher zugelassenen Impfstoffen notwendig. Doch warum eigentlich? Nach der ersten Impfung reagiert unser Immunsystem bereits mit einer relativ guten Immunantwort. Mit der zweiten Dosis schickt man im Prinzip eine Erinnerung an das Immunsystem. Ein immunologisches Gedächtnis bildet sich. Zudem ist die Antikörperantwort nochmal um einiges stärker. Ohne die zweite Impfung könnte der Schutz also laut ExpertInnen nicht so lange anhalten. Anders war schon das, dass viel, viel mehr Leute waren als im März. Das heißt, ich habe wirklich durch diese kleine Containerlandschaft durchgehen müssen mit Anmelden, dann durchgehen. Dann haben sie, glaube ich, eben geschaut, ist es eine Erstimpfung oder eine Zweitimpfung. Diesmal war ich oben zum Impfen, also nicht unten, quasi im Keller drunten. Es ist trotzdem ratzfatz gegangen. Es war nach einer halben Stunde im Endeffekt wieder draußen, so wie beim ersten Mal. Ja. Während Alexandra nach der ersten Impfung relativ starke Impfreaktionen zeigte, verlief die zweite Impfung entspannt. Also ich habe im Endeffekt vielleicht der Arm, der hat diesmal schneller ein bisschen wehgetan, aber vergleichsweise gar nicht so schlimm wie beim ersten Mal. Also es war vielleicht, was würde ich sagen, die ersten 18 Stunden oder was habe ich denn gemerkt. Aber dann am nächsten Tag, ich war ja auch in der Schule, war ich quasi wieder
einsatzfähig und nein, also überhaupt nichts. Vielleicht ein bisschen Kopfweh, aber im Endeffekt gar nichts, ja, im Vergleich zur ersten Impfung. Bei AstraZeneca zeigen sich, genau wie bei Alexandra, vor allem nach der ersten Impfung klassische Impfreaktionen wie Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber oder Kopfschmerzen. Bei der zweiten Dosis fallen diese deutlich milder aus. Bei dem mRNA-Impfstoff von BioNTech/Pfizer verhält es sich genau umgekehrt. Wenn es das braucht, dass ich meinen Impfpass herzeigen muss oder Getestete, also irgendein G quasi vorweisen muss, dann ist das ein kleiner Preis, den ich zahlen kann und will für ein normales Leben. Aber dass es wirklich so ohne Ausweisen, ohne Maske oder was auch immer, ich glaube, das dauert schon noch. Ich fühle mich sehr sicher und ich bin sehr froh, dass auch in meinem Umfeld eben sehr, sehr, sehr viele schon geimpft sind. Ja. Bis genug Menschen voll immunisiert sind, wird es wohl noch ein wenig dauern. Die Impfbereitschaft hingegen steigt nach und nach. Es ist also wohl doch sowas wie ein Ende in Sicht.